Hallo, mein Name ist Dr. Uta Schlossberger. Ich komme aus Köln, bin dort Dermatologin, Allergologin und Beauty-Doc. Und jetzt auf euch für YouTube, für eure Fragen, für eure Kommentare. Alles rund um das Thema Haut, Schönheit, Hautpflege und so weiter. Botox, ein ganz, ganz großes Thema, ein ganz, ganz großer Mythos. Botox gilt einerseits als wahnsinnig gefährlich, das kann man ja nicht machen, andererseits bei anderen Menschen als ganz, ganz großer Segen. Grundsätzlich muss man wissen, Botox ist ein Medikament. Wenn euch also euer Friseur anbietet oder eure Kosmetikerin, sie möchte euch Botox spritzen, dann lehnt das bitte ab, weil die keine anatomischen Erfahrungen und kein Studium haben. Lasst euch Botox nur von einem erfahrenen Arzt spritzen. Wir kennen es alle, das große Faltenwundermittel Botox, das war es nicht. In den 50er Jahren ist es erfunden worden in der Neurologie, das heißt zum Beispiel bei Kindern wurde es eingesetzt, die eine Spastik haben oder einen Schiefhals. Das hat denen unglaublich geholfen, dass sich das Ganze hier entspannt und sie nicht mehr spastisch arbeiten mussten oder spastisch sein mussten. Das ist ein Medikament, das damals erfunden wurde und erst in den 80er Jahren hat ein kanadisches Ehepaar entdeckt, dass es eben auch auf andere Muskeln wirkt, zum Beispiel im Gesichtsbereich. Das heißt, wenn ich da die Stirn runzel, benutze ich Muskeln. Und die Übertragung vom Nerv auf den Muskel, die wird erstmal gemindert durch das Botox. Und dadurch kann ich erstmal für eine ganze Weile nicht mehr so tiefe Falten machen. Das ist natürlich auch in der Schönheitswelt, in der Schönheitsmedizin ein ganz, ganz großer Durchbruch gewesen. Man darf aber, wie gesagt, nicht vergessen, wir haben noch andere Indikationen für Botox, die ihr vielleicht alle gar nicht kennt. Es wird im Bereich Botox wahnsinnig viel immer noch geforscht. Was kann ich alles tun mit Botox? Wozu ist das gut? Wir wissen inzwischen, die Migräne, wir können es bei Migräne einsetzen. Der Mensch muss seine Triggerpunkte kennen und da wird dann Botox eingesetzt und es hilft ganz, ganz vielen Menschen. Nummer zwei, Bruxismus, ganz, ganz großes Thema. Viele Menschen schlafen schlecht nachts, weil sie immer auf den Zähnen kauen, weil es immer Druck hat. Der Druck breitet sich aus über den Kiefer in den Nacken und führt zu schlimmen, zum Teil Nacken- und Rückenschmerzen. Auch da könnt ihr es einsetzen. Das heißt, dass ihr nicht mehr so knirscht mit den Zähnen nachts. Das ist Nummer zwei. Nummer drei, man hat irgendwann dann festgestellt, dass es eben nicht nur im Bereich von Muskeln wirkt, sondern auch im Bereich von Schweißdrüsen, wobei es da auch um die muskuläre Versorgung geht. Das heißt, man setzt es ein gegen vermehrtes Schwitzen. Und das kann jetzt sein unter den Achseln, das kann auch mal auf dem Kopf sein, das kann am Rücken sein, wo auch immer, an den Händen. Ganz, ganz wichtiges Mittel, um für eine Weile erstmal eine große Erleichterung den Menschen zu bringen, die immer so wahnsinnig viel schwitzen. Der nächste Punkt, natürlich hat man dann auch versucht, das irgendwie einzusetzen, wo noch andere Drüsen sind. Also zum Beispiel in der Nase haben wir eine Schleimhaut mit Drüsen und wenn wir diese Drüsen stoppen quasi, dann haben wir ja weniger Heuschnupfen, wurde auch festgestellt. Ist sicherlich nicht sinnvoll, das zu machen, ist einfach wahnsinnig teuer, weil Botox an sich sehr teuer ist, aber es ist eine Möglichkeit. Einen ähnlichen Weg geht Botox gegen Akne. Ja, das gibt es wirklich und das ist wirklich so. Man hat festgestellt, wenn man Menschen Botox gespritzt hat im Gesichtsbereich, dass die Akne sich deutlich verbessert hat, weil wir ja auch sozusagen die Talgdrüsen gedrosselt haben. Gehen wir weiter runter. Die Waden. Hinten ist ein großer Muskel bei jedem Menschen. Wenn der sehr stark ausgeprägt ist, kann ich diesen Muskel, wie auch hier im Kieferbereich, verkleinern. Das geht mit Botox auf jeden Fall. Und dann natürlich kommen wir noch in die etwas intimeren Zonen. Das heißt, es gibt wirklich Frauen, und das ist ganz, ganz schlimm, die während des Geschlechtsverkehrs unter einem Krampf ihrer Scheide leiden. Und um diesen Krampf zu lösen, kann man auch Botox spritzen, ist ein sinnvolles Medikament. Ich denke, das wusstet ihr alle noch nicht, oder?